Na dann, auf in den Gravitationsschacht. Den Spaß kennen wir ja schon zur Genüge. Herzlich willkommen am Grunde. Jo, wird gescannt. So. Schauen wir erst noch mal ganz kurz hier oben nach. Manchmal verstecken die ja hier so ein paar kleine Sachen noch für uns. Genau. Veredelte Phase. In welcher Form veredelt ist die Frage? So, und dann geht's auf durch die Höhle. Mal schauen, ob wir dann tatsächlich auf der anderen Seite des Grundes rauskommen oder wo genau uns dieses Gewölbe denn hinführen mag. Das scheint ja wirklich einfach bloß wieder hochzugehen, oder sehe ich das falsch? Schauen wir mal. Wer weiß. Okay, hier öffnet sich ja überall was. Okay. Ich sehe schon, die wollen uns beschäftigen. Eieiei. So, haben wir ja noch irgendwo einen direkt vor mir? Ah, da. So, weg mit dir. Die drüben scheinen artig gewartet zu haben. Das finde ich sehr freundlich. So, gehen wir mal rüber. Ach ne, hier drüben ist gar keiner. Hier ist bloß eine weitere Tür. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Das ist doch ein bisschen verwirrend hier, das Ganze. Ach, in die Richtung wäre es jetzt gar nicht weitergegangen? Moment. Das muss ich mir mal ganz kurz anschauen. Geht das denn nicht vorwärts? Achso, hier fehlt die Brücke. Ah, okay. Die müssen wir wahrscheinlich dann auch erst aufbauen, die Brücke. Könnte ich mir vorstellen. Gut, dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Und schauen mal, wo wir hier hingelangen. So, Kram nehmen wir natürlich gerne noch mit. Und auch hier wieder einiges an Relikt-Tech, die uns bekämpfen möchte. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, nicht besonders beliebt zu sein, da wo wir hinkommen. Ah, das war nicht so erfolgreich. Tschüss! Okay. Das war besser. Na komm. Selten so schlecht geschossen. Gut. Ah, hier ist noch einer. Wenn du eine Granate zu mir wirfst, dann hüpfe ich mal zu dir hin, ne? Okay, es geht tiefer hinein. Ist ja einer mit einem Presslufthammer unterwegs? Wird hier noch gebaut? Ein Zerstörer! Hoho! Ich glaube, er fand es nicht so gut. So, da haben wir den Assembler mal so weg. Alter. Hätte ich gewusst, dass der gleich hier so loslegt, der Typ. Scheint irgendwie nicht so wirklich zu helfen, meine Biotik gegen ihn. Also er ist doch recht resistent, wie mir scheint. Hat er nicht gerade jemand eine Granate geworfen oder habe ich mir das eingebildet? Ah, jetzt hilft's doch ein bisschen. So langsam. Oh, hallo.
Gut. Ich trau mich irgendwie nicht so richtig. Ach komm, was soll's. Sturmangriff! Und gleich nochmal. Immer drauf. So, da hat sich das für den Zerstörer auch erledigt. Gut. Ich gehe lieber noch einen Schritt zurück, wenn er explodiert. Ja, das hat funktioniert. War aber zugegebenermaßen ein ausdauernder Brocken gewesen, der Typ. So, das denn? Dann komme ich eben vorbei, wenn meine Biotik nicht hilft. Meine biotischen Fernangriffe. So, wir könnten jetzt natürlich direkt hier nach da weitergehen, vermutlich. Oder hier eine Brücke herstellen, keine Ahnung. Wir schauen uns mal kurz um hier. Ich will auf jeden Fall den anderen Gang auch noch gleich erkunden. Schauen, ob wir da noch was finden können. Aber wir schauen erstmal ganz kurz, ob wir hier was... irgendeine Brücke herstellen können oder so. Nö. Sieht nicht danach aus. So. Kurz nach hier geschaut. Aha, hier gibt es eine Konsole. Das dachte ich mir. So. Die Brücke wäre also da. Hier drüben hat sich aber nichts getan, ne? Nee. Okay, dann schaue ich nochmal ganz kurz in den Gang rein. Kann ja sein, dass es da noch irgendwas Tolles für uns gibt. Ich vermute aber, es werden höchstens ein paar Gegner sein, die es da noch für uns gibt. Nicht mal die. Ach doch. Oben, weiter oben, okay. Ja, die nehmen wir noch mit, weil... einfach so. Sind ja nicht so viele. Geht ja schnell. Ein Tilger. Okay. Die hatten wir auch noch nicht, oder? Oh, scheinbar doch. Geh mal lieber aus dem Weg, wenn der andere hier von der Seite kommt. So. Funktioniert alles. Man muss bloß flink genug sein. Okay, gibt's eine Konsole. Was machen wir denn damit? Willkommen im Team. Die hat bloß die Tür geöffnet. Das war jetzt weniger, als ich dachte. Oh, Stufenaufstieg für uns. Sehr schön. Das gefällt mir. Ach, wir wären vorhin von der Seite aus gar nicht weitergekommen. Verstehst du das richtig, ja? Na gut, aber viel erreicht haben wir jetzt dadurch nicht wirklich. Das nehmen wir noch mit. So. Dann eilen wir uns mal, dass wir aus diesem Gewölbe wieder rauskommen. So geil ist es hier unten dann auch nicht. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein riesen Fan von unterirdischen Gewölben. Das hatte ich bei Herr der Ringe Online auch. Da gibt es ja... irgendwann kommt man ja nach Moria. Und... Moria ist sehr groß und eben komplett unterirdisch und ich muss sagen, ich habe es gehasst wie die Pest. Es war einfach nicht mein Gebiet. Und das erinnert mich so ein bisschen daran hier. So, schauen wir mal. Ich hoffe, die Brücke verschwindet nicht, wenn wir drauf sind. Das wäre gemein. Oh, ich dachte, das wäre ein Durchgang. Aber nö. Bloß ein Behälter, okay. Noch nicht mal mit irgendwas Besonderem. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen traurig, muss ich sagen. Sind wir jetzt dafür hier runtergekommen? Das wäre echt scheiße. Ich dachte eigentlich, wir kommen ja wieder hoch. Gibt's hier nicht irgendwie... klar, da oben ist ein Schacht. Den müssen wir noch aktivieren können irgendwie. Warte mal, habe ich da jetzt eine Kontrolle vielleicht irgendwo übersehen? Wäre ja möglich, dass die hier drin ist, aber sieht nicht danach aus, ne? Das ist ja eigentlich bloß eine kleine, so eine gruselige Sarkophagkammer. Also das ist definitiv der Boden von einem Gravitationsschacht hier, würde ich sagen. Wir müssen bloß noch herausfinden, wo wir das Ding anstellen können.
Was haben wir denn hier? Nichts, das war bloß ein Behälter, glaube ich, oder? Haben wir hier irgendwo noch was zum Aktivieren? Ist doch ein bisschen kurios, das Ganze. Was machen wir denn da? Wird was auf der Karte angezeigt? Nö. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber das sieht genauso aus wie hier, ne? Diese Kammer. Tja. Was machen wir da? Kurz gucken, das sind alles andere Bereiche. Da sind wir wieder auf der Planetenoberfläche. Da sind wir jetzt natürlich nicht drauf. Denn ich würde erwarten, dass wir jetzt irgendwo hier drüben vielleicht rauskommen würden. Wir sind ja doch die ganze Zeit nach Osten gegangen, wobei es war eigentlich nicht allzu weit. Was? Wissenschaftlerinnen auf Haval helfen, denen bei den Monolithen gefangenen Forschern helfen. Oh! Oh nein, sag nicht, dass die Brücke hier... Da ist eine Brücke, die lang geht. Okay, wahrscheinlich kommen wir hier doch gar nicht hoch. Ja, mach doch mal den Mist weg. Ich will hier reisen. Ach, das kann ich nicht, wenn ich hier unten bin. Okay. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, ich irre seit einer halben Ewigkeit rum, obwohl ich den Weg die ganze Zeit vor der Nase habe eigentlich. Mehr oder weniger. Wir hätten wohl doch oben bleiben müssen. Dann also schnell zurück. Am Ende scheint die Kammer doch nicht mehr zu sein als eine kleine Schatzkammer, sozusagen. Hier war jedenfalls nichts weiter. Hier drüben war auch jetzt nichts, was ich irgendwie einstellen könnte, ne? Nee. Ach, ja, ich gehe ja schon raus. Ist hier noch was? Nee. Ach komm, scheiß drauf. Ich gehe jetzt raus. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt nicht schnell reisen konnte. Auf den anderen Planeten würde ich denken, hat das auch funktioniert, wenn man in den Schächten war, in den Reliktstätten. Naja, dann eben auf dem klassischen Wege. Also, schön, dass wir durch die Gegend fliegen den klassischen Weg nennen können. So, da sind wir wieder. Auf zum Ausgang, wo auch immer er ist. Ausgang? Nein? Wo ist denn der Ausgang? Da drüben, oder? Ja, halt. Was war da? War da was? Ja, da war was. Habe ich mir das doch nicht eingebildet. So, raus aus dem finsteren Loch hier. Ins nicht ganz so finstere Dschungelgebiet. So, jetzt kann ich auch wieder reisen. Das ist sehr schön. Warte mal kurz. Ja, wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch das blöde Mineral scannen, meine Güte. Schließlich ist das gleiche von. Wäre ja albern, wenn wir da jetzt wieder weggehen würden. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ständig hängt er mir was im Weg rum. So, da haben wir es auch schon. Eine E0-Probe, okay. So, das war's für den Kollegen. Mehr sind jetzt ja auch nicht. Gut, jetzt können wir aber schnell reisen. Was war hier eigentlich? Auch eine Pflanzenprobe. Dann sammeln wir den Spaß eben auch mit ein, der damit ist. Was soll's denn? So, das ist hier diese Richtung. Der Südosten war das. Dann gucken wir mal. Irgendwo. Den Nickel nehmen wir mit. Meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Was ist das für eine aufgeregte Musik hier plötzlich? Meine Güte. So eine Aufregung hier. Geht ja gar nicht. So, ich markiere die mir mal. Das ist vielleicht besser. Hallo?
Da hing's. Okay, eigentlich brauche ich es mir nicht markieren. Ich mache bloß ein kleines bisschen nach Osten gehen. So, die Richtung sollte eigentlich passen. Ich vermute mal, es ist die hier, oder? Nein? Oh, hallo! Scheiße! Den habe ich etwas spät bemerkt. Nun denn. Das ist aber auch gemein, dass da mitten im Gemüse plötzlich so ein riesiger IROC steht. Also ehrlich mal. Da kommt bloß die dicke Patschehand raus, grapscht dich und dann wirst du gefressen. Naja. So schnell geht's. Und weg waren wir. Das gerade als ich das die Pflanzenprobe gesehen hatte, glaube ich. Oder zumindest kurz davor stand. So, lass uns doch einfach nochmal hingehen. Meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Ach Gott. Belästigt mich nicht. Oh, da ist schon wieder unser Freund, der IROC. So, Kumpel. Gott. Und weg. Und weg. Und weg. Ich will ihm nicht so nahe kommen. Sagte er und sprang mit einem Sturmangriff hinein. Nö, nö, vergiss es. So, Feierabend. Ich suche dabei mal hier fertig, während ihr da noch kämpft. So. Da haben wir es auch schon. Der Pilz also. Die essbare Pflanze ist gar keine Pflanze, sondern ein Pilz. Gut, nehmen wir mit und dann geht's auf weiter nach Süden. Oh, natürlich, die Roker sind auch wieder dabei. Also ich muss sagen, dieser Dschungel ist schon hart umkämpft hier. Hier ist echt was los. Oh, das war nix. So. Ja, komm, Klapper halten. Ist da noch jemand hier im Busch oder wo genau springt denn noch jemand rum? Schau mal kurz auf die Karte. Ist die Markierung, auf die ich jetzt gerade schaue, denn... Was ist denn jetzt gerade los, Mensch? Ach so, nee, das ist noch ein Stück drüben. Turianische Arche. Okay, das Lager der Turianer finden. Das klingt gut. Haben wir das bisher noch gar nicht gesehen? Oder wie kommt das, dass mir das erst jetzt auffällt? Huh. So, was haben wir denn? Könnt ihr vielleicht mal diese blöde Markierung von dem Dingens da wegnehmen? Ach so, das war jetzt die Zutaten. Gut, wir gehen erstmal nach Süden und schauen uns an, was es hier gibt. Aber das klingt natürlich gut. Ich nehme an, dass diese Pilze nicht essbar sind. Begegnen Sie der hiesigen Flora mit Vorsicht. In Ordnung? Falls Pilzschleim auf Ihre Haut gerät, sollten Sie ihn sofort abwaschen. Klingt erbaulich. So. Das finde ich natürlich gut, dass wir auch bei den Arschen ein bisschen weiterkommen, storymäßig. Das gefällt mir sehr. So, jetzt schauen wir doch nochmal kurz. Irgendwie hängt das Spiel gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Okay, direkt vor der Nase eigentlich. Hier unten? Wo genau? Da ist ein bisschen Nickel für uns. Offenbar schon wieder so ein Pilz. Boah. Hallo? Kann ich das... Hallo? Ich kann es nicht nehmen. Also es ist schön, dass es hier ist, aber ich kann es nicht aufsammeln. Hm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Was war das? Oh. Der war das. Das ist mal. Den sollte man sich vielleicht mal kümmern. So, kein Ding. Ich mache auch gern so weiter. Oh, was jetzt? Hallo? Meine Güte, was ist denn hier los? Ist ja schrecklich. Ja, ich wollte gerade sagen, du sollst eigentlich mal deinen Jetpack anwerfen.
So, wir knüppeln uns den Weg frei. Kein Problem. So, da haben wir zum Glück ein bisschen Bereichswirkung. Auch wenn man da nicht direkt beim Gegner steht, trifft man ihn doch irgendwie so ein bisschen. Das hätte ich bei den fliegenden Viechern ein kleines Problem. Aber zum Glück treffen wir die auch, wenn die ein bisschen über uns fliegen. So kann ich jetzt vielleicht sammeln. Hing das vielleicht damit zusammen, dass ich noch Gegner hatte? Nein. Ist das etwa verbuggt? Ah, okay, okay, okay. Alles gut. Hopfen. Tatsächlich. Den Hopfen von hier willst du benutzen. Nachdem uns schon gesagt wurde, nichts anfassen, nichts essen. Ich dachte, wir sollen sammeln, aber am Ende ist es ja doch bloß eine Scan-Aufgabe gewesen mit den Zutaten. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz um. Wo ist denn jetzt das Ziel? Und was ist das für ein Ziel? Achso, das ist die Tempest, okay. Ich will nicht zu den Monolithen eigentlich. Ich will eigentlich die Mission haben. Ach, was soll's. Ist ja auch egal am Ende. Also, das war's denn jetzt schon wieder? Hallo? Mann! Das Zielfindungssystem ist manchmal so ein bisschen ungenau, wenn man da mit dem Cursor drauf geht. Man trifft irgendwie nie das, was man will. So, ich hoffe, das Spiel beruhigt sich mal wieder ein bisschen. Ich habe sie gefunden. Die Forscher im Stasefeld. Genau da, wo Kieran gesagt hat. Oh. Soll das so sein? Die Vitalwerte lassen auf einen entspannten Zustand schließen, etwa wie im Schlaf. Gehirnwellen und Stoffwechsel sind stark verlangsamt, aber vorhanden. Gut, scheint bei allen der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Konsole. Ach, natürlich. Natürlich, wir müssen erstmal wieder ein paar Glyphen finden, bevor wir hier irgendwas machen können. Es müsste hier noch mehr Glyphen geben. Mhm. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich bin doch schon dabei. So, hier drüben also. Ach, oben drauf. Das sollte es gewesen sein. Zwei nur. Gut, wenn zwei reichen, dann schauen wir uns mal das spaßige Glyphen-Sudoku an. Das ist auch mal wieder ohne irgendein komisches Muster dabei, das ist ganz nett. So, schauen wir mal. Wie haben wir das denn hier? Guck mal kurz durch. Das dürfte gleich der Treffer sein eigentlich. Die beiden sind es nicht und das kann es auch nicht sein. Dann müsste es eigentlich das sein. So, und hier haben wir das demnach. Okay, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Dann ist es wohl dieses. So, und hier muss dann das hin. Gucken wir mal, ob das so weiter funktioniert. Das nicht, das nicht, das nicht. Dann ist es das. Das nicht, das nicht, das hier. So, da könnten wir... Ja, das geht weiter zu machen. Okay, das ist das hier. Wenn ich das richtig sehe. Das nicht, das nicht, das nicht, das hier. Okay, das ist mal wieder ein etwas einfacheres, wie mir scheint. Hier kommt dann das hin. Und hier genauso. Glaube ich. Yep, erfolgreich. Wir müssen die Monitore beobachten und... Scud! Verskattete Sterne! Was? Wir sind... Wir haben... Pathfinder Rider von der Andromeda-Initiative. Ich komme aus einer anderen Galaxie. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren. Noch mehr Aliens, die aus dem Nichts auftauchen? Und Jarl? Erinnert sich keiner von Ihnen daran, dass Sie eingefroren wurden? Eingefroren? Was soll das heißen? Wir haben an dem Monolithen gearbeitet und dann... Dann sind plötzlich Sie aufgetaucht. Sie sollten nach Palav zurückkehren. Kieran wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Sie haben vielleicht recht. Oh, ich habe das Gefühl, mein Kopf wird gleich zersprengen.
Wir sollten sicher gehen, dass sie die Station erreichen. Niemand kann sagen, ob sie nicht noch unter irgendwelchen Nachwirkungen leiden. Okay, wir werden es natürlich überprüfen dann später. Dieser Sam in ihrem Kopf, wie ermöglicht er es ihnen, mit den Relikten zu interagieren? Sam unterstützt mich mit Analysen und Übersetzungen. Unter anderem. Es ist kompliziert. Das glaube ich gern.